Hallo zusammen, hier ist wieder euer Land, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein paar Drachenrennen. Diesmal sind wir in Patch 10.2 angelangt und zwar in der neuen Zone, Smaragdgrüner Traum. Und dort wollen wir jetzt ein bisschen rumflitzen. Wir fangen mal an mit den ganz normalen fortgeschrittenen Rennen, also die normalen Rennen habe ich geflogen, die lasse ich quasi jetzt in den Videos aus, die sind relativ easy. Die fortgeschrittenen machen wir jetzt in dem Video und zwar im Optimalfall alle natürlich in Gold und insgesamt sind das 6 Rennen. Anfangen werden wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 59, 28 und da müsst ihr hier, seht ihr, relativ weit hoch. Das ist so eine fliegende Insel mit einem Baum drauf. Und dort starten wir jetzt rein mit dem ersten fortgeschrittenen Rennen. Sodala, fortgeschritten. Try Nummer 2. Beim ersten Mal bin ich ein bisschen zu defensiv geflogen. Hatte ewig viel Elan am Ende über. Das müssen wir jetzt einen Ticken besser machen. So, jetzt kommen Delfinen wir hier gleich schon mal rein. Und hier auch nochmal. Vorwärtsspeed. Hier kann ich, denke ich mal, auch nochmal rein, Delfinen. Man kriegt ja hier relativ viele grüne Kugeln, also man kann eigentlich ständig reinspeeden. Dann machen wir hier nochmal. Fienen wir nochmal. Nochmal. Nochmal Vorwärtsspeed. Nochmal einen Delfinflug reinhauen. Vorwärtsspeed. Hier nochmal einen Delfinflug. Da kriegen wir schon ein bisschen mehr Speed. Delfinflug. Vorwärtsspeed. Hier machen wir lieber einen Vorwärtsspeed, damit ich irgendwo hängen bleibe. Können wir wieder einen Delfinflug machen. Hier dann auch. Und nochmal. Ich habe immer noch gut Elan. Dann nochmal. Ich habe schon wieder zu viel Elan. Jetzt hoffen wir mal, dass es trotzdem reichen wird. Ja, da haben wir den Goldmodus. Puh, es war aber knapp, ne? 0,1 drunter. Naja, gut. Damit haben wir das erste Rennen schon fertig und können weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier auf den Koordinaten 37, 43. Und dort haben wir das nächste Rennen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal wieder durch. Und zwar im fortgeschrittenen Modus. So, können wir gleich den zweiten Try angehen. Ich sag mal so, ich bin vielleicht doch ein bisschen zu tief eben geflogen. Einmal direkt am Boden hängen geblieben. Das schauen wir, dass wir das jetzt besser fliegen. Zumindest ein bisschen. Hier bin ich zerschellt vorher. Oh, da beinahe schon wieder. Den ein oder anderen Delfinflug. Hier können wir es, denke ich mal, nochmal machen. Ja, da machen wir lieber den Vorwärtsspeed. Komm, Delfin, mal rein. Einmal tief. Mal rein, Delfinen. Nochmal. Nochmal. Hier mal ein Vorwärtsspeed. Nochmal Delfinen. Hier geht's nach oben. Nochmal Vorwärtsspeed. Delfinmanöver. Und nochmal. Und nochmal. Nach vorne. Ich glaube, hier Delfinen wir nochmal. Vorwärtsspeed, Delfinflug und steil nach unten. Na gut, so steil war es gar nicht. Mist, ich habe schon wieder zu viel Elan überkommt. Bredeln wir es nur raus und was sagt der Timer? Ja, sind wir drunter, wunderbar. Weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 32, 48. Und dort fangen wir jetzt wieder von vorne an mit dem fortgeschrittenen Rennen. Gut, erster Try. Jetzt schauen wir mal. Einmal nach vorne. Dann nochmal. Ah, das ist so ein Kurs, okay. Ja gut, das hilft nichts. Da brauche ich keinen Delfinflug probieren, ne? Da sind wir zu nah am Boden. Jetzt bredeln wir es einfach mal so durch. Vielleicht hier könnte man vielleicht mal da rein delfinen. Vorwärtsspeed. Da wird es auf jeden Fall gehen. Hier auch. Dann können wir sogar zweimal, denke ich mal.
Hohoho, shit. Die Kette war aber zu knapp. Ich habe keinen Elan mehr. Vielleicht habe ich zu viel nach vorne gebredelt. Und Delfin nehmen wir mal. Ja, okay, das war jetzt nix. Es war jetzt nicht gut geflogen, aber vielleicht reicht es ja trotzdem. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Das reicht trotzdem. Am Anfang hätte ich es wahrscheinlich noch deutlich besser spielen können. Vielleicht könnte man auch Delfin versuchen, aber ich glaube, es ist, schadet mehr, als es nutzt. Dann bleibt man nur irgendwo hängen. Gut, dann weiter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 35, 55. Und hier haben wir jetzt wieder einen Meister. Und da wollen wir einmal die fortgeschrittene Strecke fliegen. So, Try Nummer 2. Jetzt machen wir mal Vorwärtsspeed hier an. Und gleich nochmal. Und nochmal. Ich mache jetzt mal eine Runde mit nur Vorwärtsspeed. Ich glaube, das ist hier sogar fast besser. Das ist jetzt mal ein Versuch. Wir machen jetzt mal keinen Delfinflug. Das habe ich nämlich eben probiert. Manchmal ist, glaube ich, bei den Herausforderungsrennen tatsächlich besser, wenn man einfach nur reinspeedet. Schauen wir mal, ob das der Way to go wird. Ich muss eine Mischung aus beiden nehmen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, es ist halt dumm. Ich sag's euch, es ist halt einfach nur dumm. Bei den Herausforderungsrennen musst du einen Delfinflug benutzen. Und bei den Fortgeschrittenen, da drückst du einfach nur die ganze Zeit die 1 alle 2 Sekunden und dann reißt du das. Ich habe vorher mit dem Delfinflug gerade zur Bronze geschafft. Und jetzt einfach nur die 1 die ganze Zeit, also mein Vorwärtsschub und es läuft. Ja gut, okay, das werden wir jetzt so beim umgekehrten Streckending auch machen. Aber schauen wir erstmal weiter. Als nächstes sind wir dann hier bei dem Meister auf den Koordinaten 62, 88. Und hier wollen wir jetzt erstmal wieder das fortgeschrittene Rennen fliegen. So, dann haben wir gleich den ersten Try. Und ich würde sagen, wir machen das hier mit ein bisschen mit dem Vorwärtsschub. Einmal, zweimal. Und dann fliegen wir hier nach oben. Danke fürs Followen übrigens. Dann machen wir hier nochmal Vorwärtsschub. Bisschen Delfinen. Nochmal. Nochmal. Ich denke mal, hier können wir jetzt das noch hochfliegen und nochmal nach oben. Nochmal. Und nochmal. Okay, ich muss eigentlich nochmal viel mehr Schub einsetzen. Oh, bin ich da ein bisschen im... Ja gut, das war jetzt RIP. Ich bin, glaube ich, ein bisschen in dem Ast gelandet. Ich fix es mal zu Ende, aber ich glaube, das ist jetzt schon RIP an der Stelle. Vielleicht schaffen wir es trotzdem noch. Ich dachte mir, ich muss Elan rauspulvern, ne? Bin nochmal hoch und dann ist mir ein Ast entgegengekommen. Und wenn die Polizei kommt, könnt ihr aussagen, der Ast ist auf mich zugekommen, nicht andersrum. Wir ballern jetzt nochmal ein bisschen Schub durch. Vielleicht können wir es noch rausreißen, das Ding. Da hinten müsste ja schon zu Ende sein. Oh, da geht es noch durch so ein Loch durch. Mal nach unten. Ah, weiß ich nicht, ob das nur langt. Vielleicht, wenn der Timer forgiving ist, dann vielleicht. Bronze, Silber. Alter, aber sauknapp gewesen. Ja gut, wenn ihr nicht gegen den Ast fliegt, so wie ich, dann müsst es bei euch auch langen. Wunderbar, dann zum nächsten. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar hier oben bei den Koordinaten 69, 52. Und dort fangen wir jetzt wieder ganz normal an mit dem fortgeschrittenen Rennen. So, Try Nummer 2. Dann starten wir mal durch. Ich kann hier am Anfang, glaube ich, ein bisschen mehr Elan rauspulvern. Eben habe ich ein bisschen zu sehr gespart tatsächlich und war dann eigentlich immer ein bisschen drüber.
Heißt also alle 2 Sekunden einfach den Vorwärtsschub reinhauen, müsst ihr eigentlich schon tun. Ich bin eben auch eine Kurve ein bisschen zu weit geflogen. Das könnte man natürlich auch nochmal einen Ticken besser machen. Da hinten ist nämlich dann ein Streckenelement, wo du knapp um so einen Felsen rumfliegen musst. Das können wir vielleicht noch ein bisschen besser machen tatsächlich. Dass wir da... Ja, das war diesmal... Hier ist das, und zwar da rumfliegen. Da bin ich auf der anderen Seite rum und musste dann nochmal eine Ehrenrunde drehen. Was dich natürlich gut Zeit kostet, ne? Ist ja ganz klar. So, jetzt bin ich immer am Elan ausmaxen und da haben wir auch die Goldzeit, wunderbar. Und damit auch unser Achievement hier. In Bronze, Silber und Gold. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Wenn ihr die anderen Schwierigkeitsstufen auch noch sehen wollt, könnt ihr da gerne auch reingucken. Die werde ich jetzt auch gleich noch fliegen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.